Warte, Pal. Pal war nicht hier? Aber Pal hatte doch eine Laterne. Ah, Friedhof der Dunkelbestien ist anscheinend in Janam. Okay. Interessant. Anscheinend gehört das dann wieder zu Janam. Ich verstehe zwar nicht, wie da die territorialen Grenzen sind, aber als ich das gesehen habe, ist mir auch aufgefallen, hier ist ein großes Tor. Und schauen wir mal, wo uns das eigentlich hinführt. Kenne ich diesen Ort? Oh mein Gott, ich glaube, hier war man ganz am Anfang. Oder? Bin ich gerade verwirrt. Ich glaube, das hier ist ein Ort recht am Anfang des Spiels. Es gibt hier anscheinend auch noch einen Weg, ne? Nö, hier ist einfach nur eine Wand. Okay. Okay, hier ist einfach nur eine Wand. Da habe ich wohl keine Einwände. Aber das Jägerabzeichen, das bringt uns jetzt nicht viel, ne? Es ist ein Schlüsselgegenstand. Wahrscheinlich können wir dann mit bestimmten NPCs reden, weil wir jetzt weil wir das Freundesabzeichen von Archibald haben. Ich wollte gerade sagen, zeigt, dass wir auch bald ein Archi sein können, aber zum Glück will ich sowas nicht sagen. Oh ja, also davon, wie viel Damage wir den Gegnern machen, würde ich sagen, dass jetzt wirklich irgendwo recht am Anfang des Spiels. Aber irgendwie kommt mir das ja auch überhaupt nicht bekannt vor. So, aber bevor wir jetzt hier ein massives, anscheinend doch neues Areal erkunden, würde ich sagen, wir haben die Kirche noch nicht fertig erkundet. Wir wurden ja von diesem Gang hier ein bisschen davon abgehalten. Und ich finde es auch übrigens super, dass ich jetzt 10.000 Mal an diesem Billo, an diesen Gegnern da an der Kathedrale verreckt bin. Na ja, gute Nacht, Watli. Aber dann den Boss sofort töte. Es ist doch irgendwie schon Ironie in sich selbst, oder? Ja, und ich hole mir so viel Healing, wie ich nur mitnehmen kann. Aber ich muss auch sagen, Pal hatte jetzt nicht so mega viel Damage gemacht, muss ich jetzt, würde ich sagen. Aber das war auch der einzige Weg zu Pal, das heißt, zu Pal konnte man nicht viel früher besiegen. Aber Pal war schon spektakulär. Und wundert mich selbst irgendwie, dass ich den First 2 geschafft habe, weil verdient hatte ich eigentlich... Obwohl, hatte ich es nicht verdient? Schwierig zu sagen, würde ich persönlich sagen. Weil klar, Pal war schon jetzt auch recht anspruchsvoll. Er hat vielleicht auch einfach das 5. Glück und das 5. Skill war genau richtig, was man dafür noch gebraucht hat. Ich würde sagen, in der Hälfte der Fälle wäre er an irgendeinem Punkt raufgegangen gegen ihn. Ich glaube, das kann ich relativ sicher so sagen. So, ich gucke jetzt mal, aber was ist denn hier unten? Hier ist ein ähnlicher Verliesgang, auch wieder mit so einem Wachhund. Und
Und jetzt, weil ich ja privat Elden spiele, muss ich sagen, ich vermisse das Schleichen. Ich komme mir einfach vor wie so ein Trampel, der überall reinrennt. Weil ich nicht schleichen kann. Ich meine, irgendwie bin ich ja auch ein Trampel, der irgendwie reinrennt, aber... Überall reinrennt, aber ich will mich nicht so fühlen. Nur weil es so ist, muss man es ja nicht gleich fühlen, wisst ihr? Gibt es Blut? Verrückte quälen sich in heimlichen Ritualen, um den Mond anzurufen. Decke ihre Geheimnisse auf. Oh. Okay. Gibt mein Bestes? Was soll ich sonst dazu sagen? Hier ist sehr viel Loot. Aber sehr wenig Gegner. Das irritiert. Oh, schon wieder Blutsteinbrocken. Das Spiel mag es mir gerade tatsächlich Blutsteinbrocken irgendwie entgegenzuwerfen. Aber außer den drei da oben ist in der Kathedrale halt tatsächlich nicht so viel mega Gefährliches, kann das sein? Oder in der Kapelle, es ist ja die Yahagul-Kapelle. Eingenommen. Dementsprechend, ja. Achso, das war die Tür, wo ich gerade eben schon losgegangen bin. Ich war gerade so, hä, da ist noch zusätzlich eine Tür? Hölle. So, ich bin bereit, dich wieder anzunehmen. Dich zu kämpfen. Ich habe einen Boss besiegt, dann kriege ich dich hoffentlich auch hin. Oh ja. Ich merke, mein Stundenschaden ist wirklich stark gebufft. Ich mache 30% mehr Schaden. Das kann ich halt gut daran ausmachen, dass ich vorher 100 Schaden gemacht habe. Dann da eine Prozentzahl rausmachen, wie viel Prozent man mehr Schaden macht. Ist jetzt keine mathematische Kunst. Aber streng genommen ja rechnerische Kunst. Und Mathematik ist es ja nicht. Das bekommt nicht jeder hin. Ja, Möppi. Das Schlimme ist, dass du recht hast. Das ist halt wirklich schlimm dran, du hast recht. Und ich würde auch keine Minute dran denken, dir da zu widersprechen. Das ist das Schlimme an der Sache. Man hat sich damit ja mittlerweile abgefunden. Man wünschte, man könnte es leugnen, ja. Aber ich muss sagen, es gibt andere Sachen, die ich schlimmer finde, nämlich wenn Leute einen absoluten Unwillen haben, über ihren Tellerrand hinauszublicken. Ist eine Sache, die ich persönlich schlimmer finde als das. Ich meine, dass man nicht für alle Sachen der Welt offen ist. Okay, bin ich auch nicht. Aber ich finde, man sollte schon über seinen Tellerrand zumindest ein bisschen hinausgucken können. Weil um solche rechnerischen Fähigkeiten kann man auch irgendwie drum herum kommen, aber seinen Horizont zu erweitern, das ist halt auch viel leichter. Und klar, ich meine damit nicht, dass jeder in jedem Moment das tun sollte. Mir ist bewusst, dass viele Leute einen verdammt stressigen Alltag haben und dann auch manchmal nicht die Energie dazu, aber
Das Wichtige ist einfach, dass der Wille da irgendwo auch da ist. Würde ich persönlich sagen. Aber das bin ich und das ist meine Einstellung. Kann man ja sehen, wie man ist. Ich bin kein gutes Knabberzeug. Wollte ich mal so gesagt haben. What the hell ist dieser Gegner eigentlich? Hab bis jetzt noch gar nicht hinterfragt, aber was ist dieser Gegner? Auf jeden Fall ist der Gegner jetzt eines. Rot. Okay, bringt mir irgendwas hier unten zu sein? Wieso gibt es hier so einen viel zu langen Weg über die Seite? Warte, ihr könnt Tür aufmachen. Ist das, das ist die Tür, die wir gerade eben von außen einmal gesehen haben, oder? Das ist der letzte große, ja. Oh, und ja, hier ist man unten in dem Verlies. Ja, irgendwie ist hier generell ziemlich viel Stress von sämtlichen Gegnern. Da bin ich froh, dass Pal dann als nicht so schwierig ausgefallen ist, um ehrlich zu sein. Eigentlich. Du bist auf jeden Fall bewacht. Wieso gibt es ja eigentlich so viele Gänge? Diese ganzen Gänge und die ganzen Wege, die überfordern mich. Hier, tu mir das doch bitte nicht. Oh. Oh. Okay, das nehme ich. Es war keine Riesenabkürzung, aber das nehme ich. Aber hier oben, da ist doch bestimmt irgendein Gegner versteckt. Aha, ich hab's gewusst, dass hier ein Gegner versteckt. Und selbst da an der Ecke hat sich noch einer versteckt. Und die verstecken guten Loot bei sich. Also wirklich, Leute. Geht so hier nicht? Könnte ich den besten Loot einfach bei euch verstecken? Oh mein Gott, da vorne sind drei von denen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, hier ist aber ein Weg. Warte mal, dieser Aufzug. Ich glaube, ich weiß, wo dieser Aufzug hinführt. Oder? Ja, nice. Ich meine, ich werde wieder runterfahren, aber es ist gut, dass wir diese Möglichkeit offengelegt haben. Weil irgendwie ist hier gefühlt jeder Weg... Warte mal. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Gefühl ist ja einfach jeder Weg eine Verbindung zu einem vorherigen Weg. Ich habe ganz vergessen, dass dieser Aufzug existiert. Aber ich habe nicht vergessen, wie sehr ich unbeliebt im Spiel nicht mag. Ja, dann die Hunde. Aber bei den Hunden hat sich das auch ausgebellt. Bist du ein Du? Bart untersuchen? Ich hab Angst. Wo zur Hölle bin ich?
du eine Antwort für mich, ohne mir Gegner auf den Hals zu hetzen? Anscheinend nicht. Okay. Dieses Bad teleportiert mich einfach irgendwo hin. Alles klar. Und ganz ehrlich, mein Kopf ist gerade mit den ganzen Möglichkeiten, die ich gehen kann. Ganz ehrlich. Das ist einfach so Overflow gefühlt. Ich kann einfach überall hin. Aber ich habe keine Ahnung, wohin ich genau soll. Das ist irgendwie nicht die beste Mischung, aber... Ich meine, wer kann mir das an dem Punkt verdenken? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Wenn wir überlegen, wo ich überall hin kann. Das ist doch alles viel zu viel, Leute. Und dabei denke ich gerade noch nicht mal an die Möglichkeiten, die mir der Sieg über Pal bereitet hat. Die blende ich da schon mal. Die Wege blende ich schon mal aus. Oh, der kommt ja mit. Was soll das? Hier alleine die Hunde streichen. Komm schon, Hund. Ich weiß doch, du wirst angreifen. Oh, hast du nicht getroffen. Dafür habe ich dich getroffen. Oh mein Gott, da ist so ein Titanit-Ding. Also wie die Titanit-Käfer in anderen Komplexen. Gutsteinbrocken, damit könnte ich jetzt meine Waffe schon wieder aufwerten gehen. Aber ich werde mich erstmal wieder in dieses Bad legen. Und mir dort meine Echos wiederholen, weil das ist ja noch eine Sache... die ja da noch raussteht. Und die müssten entweder hier liegen oder der Doggo müsste die haben. Apropos Doggo. Ich hab Bock auf eine Rache, mein Lieber. Ich schätze mal, das ist auch eine Art Doggo. Ich weiß halt nicht, wie ich das Ding sonst nennen soll. Wieso sind selbst hier noch zwei Wege? Okay, ne. Also einmal der hier in die Wand rein und einmal der andere. Und ich frage mich halt, ob ich mit so viel Echos wieder so deep gehen soll. Sind so viele Wege, um mich zu verwirren, aber echt. Ich meine, einerseits freue ich mich darüber, Möglichkeiten zu haben, andererseits... Ah, so viele Möglichkeiten. Sieht das nach einem Bossraum? Da will ich, glaube ich, noch nicht rein. Das sieht mir story-relevant aus, da will ich nicht rein. Was bist denn du eigentlich für ein? Ach, hier ist man über der Straße. Ah, okay, okay.
Oh nein, da kommt so ein Kistenvieh. Nee, da ist so ein Kistenvieh. Es greift mich nicht an. Es existiert halt einfach nur. Nein. Okay, hier kommt man runter auf die Straße. Dann habe ich schon mal die Verbindung gezogen. Das ist ja auch schon mal sehr wichtig zu wissen, dass man hier runter, hier zurück auf die Straße kommt. Und dieser Weg hier, führt zu einer der Damen hier, die mit der Glocke mal wieder Gegner beschwört. Wenn es so weitergeht, kann ich gleich zwei Level-Ups machen. Und hier wird es vermutlich dann runter auf die Straße gehen, oder? Ja, geht runter auf die Straße. Alles klar. Damit haben wir die beiden Wege halt jetzt tatsächlich schon mal abgehakt. Das ist, finde ich persönlich, ziemlich wichtig, die beiden Wege jetzt mal abgehakt zu haben. Damit wir wenigstens mal irgendwas so auf unserer imaginären Checkliste haben. Und vor allem ist auch gut zu wissen, dass ich mich nicht 10.000 Lichtjahre weit weg teleportiere. Sondern dass das dieselbe Straße von da unten ist. Oh mein Gott, hier ist ja auch noch ein Doggo. Wie ist eigentlich für jeder Gegner hier ein Doggo? In einer Art und Weise. Guck, der zum Beispiel wieder auf. Ich wollte gerade sagen, noch einer. Sag mal, was haben die hier eigentlich mit hundeartigen Wesen? An dem Punkt muss ich ja wohl fragen. Der 199. Tod. Das ist eine ganz schöne Marke. Die mögen Hunde halt. Anscheinend. Immer diese Hunde halt da. Ich wollte gerade sowas sagen, wie weil sie Hunde halt eher mögen. Wisst ihr, wegen Wortwitz mit Hundehalter und so, aber zum Glück will ich sowas nicht. So, come on. Come on. Wieso hab ich das gerade zu dem einen Song der Osokami gerade in meinem Kopf gemacht? Für alle, die ihn selbst hören wollen, der heißt Digging Deeper. Und wenn ihr ihn euch anhört, bekommt ihr ein Ohrwurm gefühlt. Oh, der hat meine Seelen gefunden. Okay. Seelen werde ich vor allem schon. Meine Blutechos. Hier ist einfach nur ein großer Doggo, der auf einen wartet. Wieso habe ich so unglaublich dämlich gekämpft? Ist das mein 200. Tod war? Sehr, sehr unangenehm, kann ich dazu nur sagen. Und wieso bin ich auf einmal der Ansäger von SpongeBob? Ich kann euch das auch nicht sagen. Irgendwie hab ich heute was mit Französisch. Und wenn ich schon die Stimme drauf hab, dann muss ich auch sagen. Ein weiterer Tod. Du hast dir den 200. Tod spektakulärer vorgestellt. Der 200. Tod ist der 200. Tod. Manche Leute haben sich auch das Jahr 2000 spektakulärer vorgestellt.
Und manche Leute haben auch gedacht, 2022 wird ein eventarmes Ra- Ja. So kann man sich irren. Aber ich fand es auch interessant. Ich habe dann teilweise Videos gesehen, wo Leute prediktet haben, was wird die 2020er definieren. Und ich sitze da einfach und denke mir, lol, wenn ihr wüsstet. Oder wenn ihr zu dem Zeitpunkt gewusst hättet. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen. Stellt euch einfach nur mal vor. Ihr erzählt jemandem in 2019, was jetzt so auf der Welt abgeht. Ihr würdet in der Zeit zurückreisen und das jemandem erzählen. Die Person würde euch das nicht glauben. Da würde ich mein Siegel drauf geben, dass sie das nicht tun würde. Ja. Da muss ich dir recht geben, Murphy. Hätte dann wirklich ordentlich Geld gemacht. Oder hätte man da in so ein kleines Unternehmen namens BioNTech investiert? So als Gedanke, ne? Oder hätte man, was weiß ich, ein Bild von so einem Affen gekauft? Das ist halt so die Sache. Wenn man das alles wüsste. Dann wäre das alles schon. Ist so das Real-Life-Äquivalent von Cheaten, habe ich das Gefühl. So ein bisschen.